So, und da sind wir wieder. Los, lauf! Ich habe mich jetzt für die fliegenden Fäuste von Wehen entschieden. Da müssen wir mal gucken. Könnte man eigentlich alle drei besiegen? Eigentlich schon mal Champion von Wehlen. Einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner, der Gnadenreichen, entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Arme Schrein. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Hunger schon ganz blass. Jawohl. Es pisst wieder wie aus Kübel. Da habe ich auch schon mitgekriegt. Mach langsam. Es tröpfelt. Au! Oh, Entschuldigung. Selbst die Götter weinen wegen unseres Unglücks. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Zeig mal, was du anzubieten hast. Fünfte Essenz, ja. Karte und Hexerausrüstung. Ja, nehmen wir. Auf jeden Fall. Bis dann. Was denn? Fertigst du auch Sonderauftragswaffen an? Ermorden Politiker erstklassige Freudenmädchen? Natürlich! Ich sehe mich um. Vielleicht suche ich mir was aus. Zweite Karte, Hexausrüstung. Alles klar, nehmen wir. Bon, was hat er denn noch? Nifgardes Langschwert. Langschwert von Skelligan, machst du nicht gefertigtes Silberschwert? Oh, wie gerade lang. Aber steht da nicht da, welche ich schon habe oder welche nicht? Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen.
Axi, hier, Quen, Naden. Das sind aber nicht diese. Das sind die Tafeln, oder? Das sind aber nicht die anderen. Devena Runenstein. Mal kurz gucken. Aha. 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 Andere. Okay. Da war ja noch gut. Deiner dazu, oder was? Da haben wir wieder Geld rausgeschmissen. Naja. Aber wir können das Zwergenbeil auf jeden Fall kaufen. Ja. Ah, das sind nämlich die hier. Die sind nämlich für Rüstung. Die sind ja für Dings. Verbesserung entfernen. Ehren. Verbesserung. Verlegen. Wir haben schon wieder so ein paar Zeug hier. Gut, aber das ist ja dann vollkommen egal. Gut, 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 gut. Bis dann. Nochmal. Kleiner Runenstein. Ah, okay, den können wir dann selber herstellen. Können wir das Zeug auch selber herstellen? Ja. Gedrungene Scherbe braucht zweimal Ding. Pulverisiertes Monstergewebe, Monster Essenz. Gott, war da richtig Zeug dafür. Ja, im Endeffekt können wir das ja irgendwann nur selber herstellen. Ist aber gar nicht mal so schlecht. Wollte ich doch noch mal gucken, mal kurz ins Inventar. Mal hier. Chance auf Betrieb wollen wir. Genau, das sind die kleinen und die normalen. Ah, okay. Machen dann 3%. Okay. Was hat der hier zu bieten? Grüß dich. Meinen Gruß. Woher kommst du?
Wohin gehst du? Schwer zu sagen. Ich habe viel von der Welt gesehen und will noch mehr sehen. Genau wie ich. Genau wie ich. Ich sehe mich mal um, wenn es dir recht ist. Ja, der verkauft ja im Endeffekt hier ja, Kohle. Hm. Den können wir hier den Schund verkaufen. Das ja zum Beispiel. Gut. Leb wohl. Wir sehen uns wieder. Das weiß ich. Ja, Hauptsache, die haben alle so 5000 Gold. Da brauchst du Ewigkeiten hin und her, um umzureisen. Bekanntmachung. Auf Befehl des Kommandanten des Lagers der Zentralarmee von Nilfgaard. Die Einwohner von Mittelhain und Schwarzzweig werden hiermit aufgefordert, sich im Lager bei Mittelhain zu melden, um Arbeitsdienste für das Kaiserreich abzuleisten. Wer sich Rücken versucht, wird ausgepeilt. Ja. Listen mit dem bezeichneten Einwohnern sowie den jeweils zu leistenden Arbeitstag sind bei den Dorfältesten erhältlich. Also, da wird ja vorgeschrieben, was er wann machen muss. Das ist auch noch eine Mission. Invitation. Als ich Studien unter der Anleitung vom Professor Sklavo Antin durchführte, stieß ich auf vier Orte, denen Bravuren, Schulen der Katzenschulen, Hexer, sind sämtlich identisch mit dem Piktogramm, das wir in Höhlen unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe sie auf der Karte gekennzeichnet. Es sind mehr Orte mit dem Piktogramm des Katzenkopfs markiert, als wir vermutet hatten. Jedes einzelne Piktogramm identisch mit dem einen, das wir in den Höhlen unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe die Position auf dieser Karte eingetragen. Albert Kimmel, Dozent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Ja. Ja. Nein. Langsam. Die Leute hier Feiglinge sind, ist vielleicht ein Fremder mutig genug? Was für ein Guss. Nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich, Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Was meinst du? Wollen wir gehen aufs Ganze. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden! Ich bin nicht länger. Ja. Na, wie lange soll ich noch warten? Ja, das war Jonas.
Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß? Du musst noch den Schmied aus der Taverne am Scheideweg besiegen und dann Fischfresser aus Lindenthal. Was der tut, kannst du erraten. Da frisst Fische. Warum so eilig? Hör mal, hier haben wir doch irgendwo... Genau. Ja, zack, zack. Also wenigstens schön, dass du das kostenlos benutzen kannst. Auf jeden Fall. Nicht mehr so unnötig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Räuchert den Schinken, Schmalz. War ich hier schon? Also hier oben war ich auf jeden Fall schon mal. Komm, wir haken das jetzt einfach mal ab. Dann machen wir hier so Bud Spencer-Style und nennen die Folge einfach zwei Fäuste gegen Wählen. Genau. So, in eine Kneipe rein. Aua! Los, Leute! Wer kann dagegen den Schmied antreten? Auf den Sieger wartet ein Preis! Was? Du da! Der Schmied hier ist der stärkste. Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Genau richtig für unser Turnier. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Was sagst du? Klar! Kann losgehen. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, der ihm die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. Komm schon, komm näher. Das war der Schmied. Nicht übel. Aus dir könnte man einen Meister machen. Fischfresser! Das ist der letzte, der für dich noch übrig ist. Der Kater. Boah, mach doch mal Platz hier. Echt jetzt? Aus der Kneipe nicht mehr raus, weil sie dir hier die Tür versperren oder was? Plätze! Alter, was macht so Geräusche hier? Was? Patrick. Beruhige dich, Nordling.
Alter, hört das hier auch mal auf zu regnen? Es regnet hier in einer Tour. Was ist denn das, Mann? Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Ach komm, keine Ahnung. Ich bin kampfbereit. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem Hammer. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Ja, gut. Gut, geht in Ordnung. So. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber Fischfresser hat den Hammer eingesackt. Danke, Hexer. Ich glaube, ich habe die Grenzen. So, jetzt gibt's aber Revanche. Versuchst du es noch einmal? Natürlich. Also gut, legen wir los. Geralt der Hammer gegen Fischfresser, die Revanche. Jawohl. So, seinen Sack Mehl hatte er ja gewonnen. Ja, wir hätten es ahnen können. Der Hexer hat dem Fischfresser die Fassade neu ausgerichtet. Fast war es eine herzerwärmende Renovierungsmaßnahme. Zeit, gegen den Feldwebel anzutreten. Er ist in dieser Gegend Meister. Du findest ihn in Krähenfels. Ich hab die Grenze. Und du bist der Mann, der Mutant? Ich hab schon Interesse. Aus meiner Nase. So, dann machen wir den Meister noch platt und dann haben wir's, oder? Es könnte echt mal aufhören mit regnen. Also ganz ehrlich. Meine gut, ich nehme jetzt natürlich die Schnellreise, weil das ist Schwachsinn. Ich war in den Orten schon und der Feldwebel. Ach, den sie hier vorhin Feldwebel genannt haben, oder? Er ist also der Meister. Irgendwie, naja. Dann kriegt er erstmal. Ich sehe, dass er von Bin bereit. Ha! Wen haben wir denn da? Klar. Fangen wir an. Na schön. Komm zu Papi. Ja, ja. Du musst gleich ein blaues Wunder annehmen, Kollege. Mund halten und kämpfen. Das war der Feldwebel. Oh, mein linker Arm, der tut so weh. Welch
nicht einen Kampf. Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass der Hexer den Feldwebel besiegt hat und nunmehr Meister von ganz Welen ist. Wenn du nicht genug kriegen kannst, findest du anderswo würdige Gegner. In Novigrad gibt es genügend, in Skellige auch. Baron, Schwaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mach ich das. Verbote sind mir Schnuppe. Gut. Haben wir aber ein bisschen Geld gemacht. Also wenn wir jetzt so rechnen, haben wir 150 du Weißer, was willst du? Plus gemacht. Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Wie kann ich helfen? Ich würde mir gerne dein An. Ja, wir können mal kurz eine Reparatur machen. Aber danke. Leb wohl. Prima. Wir sind Meister vom Wählen. Auch ging recht zügig, oder? Fischfresser haben wir besiegt, den haben wir besiegt. Und in der nächsten Folge geht's natürlich weiter. Ciao, ciao.